Hey Leute, jetzt willkommen zu einer Folge und heute spielen wir wieder Adopt Me. Und ja Leute, wie wir hinter mir sehen können, das Garten Egg ist draußen und oh mein Gott, das ist richtig, richtig, richtig cool. Wir schauen uns heute mal das Garten Egg an, öffnen natürlich 1, 2, 3, 4 Stück davon und schauen uns die ganzen neuen Pets an und ich bin richtig, richtig gehypt. Ja Leute, seid ihr auch gehypt? Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox für das um hier zu verpassen. Oder wie ich sage, Leute, gehen wir in die Nursery, schauen wir uns die neue Nursery mit dem neuen Garten-Egg an. Und in diesem Video will ich sogar noch den Tresor öffnen. Ja, weil hinter dem Tresor ist einfach was. Ja, gucken wir uns das an nach dem Intro. Hier sind wir und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gartenmäßig aus. Wir sind auf jeden Fall in einem Garten. So viel kann man sagen. Und hier ist das Garten-Egg. Hallihallo. Oh mein Gott. Okay, Leute, also hier haben wir das Egg. Und es hat dieselben Chancen, glaube ich, 4% Legendary. Ich habe ein paar der Pets schon gesehen. Gleich schauen wir uns die genauer an. Und Adopt Me hat mir tatsächlich die beiden legendären, sagenhaften Pets in Neon zur Verfügung gestellt. Und ja, die schauen wir uns natürlich auch in diesem Video hier an. Ja, Leute, wir haben hier das Garten-Egg. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr das Garten-Egg? Und ich finde es an sich ist es richtig cool. Aber ich bin mal gespannt, welche Pets wir da draus bekommen, Leute. Außerdem können wir hier irgendwie den Tresor öffnen. Dafür brauchen wir aber 8 Schlüssel. Und diese können wir sehr wahrscheinlich irgendwie... Wow, 1200, okay. Die können wir von diesem Minigames da bekommen. Aber bevor wir uns darum kümmern, öffnen wir jetzt erstmal unser allererstes Garten Egg. So Leute, stellen wir uns hier hin und hier haben wir das erste Garten Egg. Machen wir Hatch Now, öffnen wir das Ganze. Und ja, so, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Und. Was haben wir? Was? Was? Das ist das Legendary. First try sagenhaft, Leute. First try sagenhaft. Oh mein Gott. Was? Let's go, Leute. Let's go. Oh mein Gott. Das verdient einen Screenshot. Oh mein Gott. Er hat einfach aus dem allerersten Garten-Egg ein sagenhaftes rausbekommen. Und er sieht, ich muss sagen, er sieht irgendwie cool aus. Also, es sieht nicht wirklich sagenhaft oder krass oder sowas aus. Aber es sieht cool aus. Und für den Garten passt es auf jeden Fall. Und ja, wir öffnen gleich auch noch direkt das nächste. Ich wollte mich aber trotzdem mal hinten dahin begeben, weil wir müssen uns noch diese 8 Schlüssel holen, Leute. Wir müssen uns noch diese 8 Schlüssel holen, um eben den Tresor zu öffnen. So, Leute, hier bei den Garten hatten wir schon Fortschritt. Wieso sind wir wieder beim Kurs 1? Was ist denn da los, Leute? Hä? Auch meine ganzen Sundrops und so wurden zurückgesetzt. Aber wir hatten doch hier schon die ganzen Schlüssel und so weiter und so fort. Muss ich jetzt hier wirklich bis Gartenkurs 8 durch, oder was? Oh mein Gott, also, ja gut, wir brauchen halt alle 8 Schlüssel, so wie es aussieht, und um den Tresor zu öffnen. Und I guess, das machen wir jetzt dann mal. Okay, wünsche mir auf jeden Fall viel Spaß. Was ich auch bemerkt habe, am Ende jedes Obbys ist ein neues Pet aus dem Garten-Egg. Ja, und so, das hier ist der nächste Obby und der hat auch wieder einen Schlüssel, der Kollege hier. Wir sind direkt runtergesprungen, weil... ja, die anderen 5 Obbys hatten wir schon gemacht im letzten Video. Allerdings, ja, diesen hier noch nicht. Und wir nehmen natürlich hier die Abkürzung. Nein! Wir nehmen keine Abkürzung mehr, Leute. Oh, wobei, doch, komm schon, wir nehmen die. Und wir nehmen die hier, zack, sehr nice. Und wir nehmen die hier, zack, sehr nice. Und wir nehmen die hier, zack, sehr nice. Sehr, sehr cool. Und da ist er mit dem Schlüssel im Mund. Wartet hier auf uns, damit wir ihn einholen können. Und wir brauchen alle 8 Schlüssel. Das heißt, Leute... Ihr müsst alle 8 Obbys quasi hintereinander machen und dann kriegt ihr alle 8 Schlüssel. Was hinter dem Tresor ist, keine Ahnung. Finden wir gleich zusammen raus und dann öffnen wir noch das ein oder andere Garten-Egg, Leute. Und ich finde es immer noch richtig krass, dass wir einfach in meinem allerersten Garten-Egg einfach ein sagenhaftes gezogen haben, Leute. Ja, das kriegt nicht jeder hin, aber ich habe es geschafft. Sehr, sehr cool und danke auf jeden Fall. Hier sehen wir halt auch die ganzen neuen Pets, Leute. Und wir haben einen neuen Schlüssel. Hier regnet es, Leute. Und oh, da ist das Sagenhafte.
Ja, ist das Sagenhafte, was wir eben gezogen haben. Sehr, sehr cool. Und hier, die Obbys werden natürlich auch immer schwerer, aber sie sind auf jeden Fall machbar. Also hier ist nichts irgendwie unschaffbar. Und ich glaube, es geht auch nicht auf Zeit. Hier oben wird zwar die Zeit runtergezählt, aber ich glaube, man hat hier wirklich für unendlich Zeit. Also kann man sich hier ruhig Zeit lassen. Und ja, wir speedrun hier natürlich aber durch wie ein Profi, weil wir sind natürlich ein Profi, Leute. Jetzt springen wir hier durch. Sehr, sehr cool. Boom. Und immer schön die Sundrops hier einsammeln. Das ist natürlich auch richtig und wichtig. Und dann springen wir hier hoch, sammeln uns noch den letzten Sundrop und boom, gefinished. Und so, jetzt müsste eigentlich das letzte sagenhafte Pet kommen, Leute, welches ich noch nicht gezogen habe. Und da ist er, Leute. Der Mushroom, der Pilz. Ich finde den richtig, richtig cool. Und ich habe, wie gesagt, auch beide Neo, Leute. Und die schauen wir uns gleich in diesem Video noch an. Das heißt, bleib auf jeden Fall dran und es geht los, Leute. Es geht los. Das letzte Level für den letzten Schlüssel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ganze schaffen werden. Zack. Und Leute, hier sind ganz viele X'e. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schatz versteckt? Oh, Leute, ihr wisst, ich bin Obby-Profi. Ich bin das Obby-Genie. Und wir springen hier noch runter, sammeln uns noch diesen Sundrop ein. Und let's go! Wir haben es geschafft. Danke, Kollege, für die Schlüssel. Und wir haben ein Badge sogar bekommen. Oh, wow. Die Blume braucht auch noch Sundrops. Leute, die hauen wir direkt hier mal rein. Zack, zack, zack. Und ja, wir haben sie noch nicht gefüllt. Ich weiß, dass wenn man diese Blume füllt, dass man eine Schlange bekommt. Aber die ist wohl auch so im normalen Garten-Eck. Das heißt, man kriegt quasi einfach nur ein Freepad, wenn man die füllt. Vielleicht mache ich das Ganze auch noch, aber ich weiß es nicht. So Leute, und bevor wir jetzt zum Tresor gehen, öffnen wir noch ein weiteres, ja, Garten-Eck. Und wenn ich jetzt das andere sagenhafte rausbekomme, dann stell dir das mal vor, wenn ich hier einfach noch ein sagenhaftes Pad rausbekomme. Es wird vermutlich nicht passieren, aber Leute, hatchen wir in 3, 2, 1 und boom und boom. Und was ist es, was ist es, was ist es, was ist es, was ist es? Und oh, es ist die Schlange. Es ist die Schlange, von der ich gerade erzählt habe. Hallo, was geht? Ich habe das ausgestellt, dass man den Namen sieht, Leute. Deshalb sehen wir die Namen nicht. Aber hallo im Team. Willkommen im Team, Schlange. Und jetzt würde ich sagen, Leute, gehen wir zum Tresor und öffnen diesen. Die Schlange heißt Garden Snake. Sehr kreativ auf jeden Fall. Aber Leute, ich bin richtig gespannt. Ich habe jetzt alle 8 Schlüssel. Leute, und nach vier Jahren öffnen wir den Tresor. Wir haben damals Videos gemacht, spekuliert, was ist dahinter. Nichts war dahinter. Aber jetzt werden wir erfahren, was dahinter ist. Und Leute, Open Door. Boom, 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 boom und boom. Und Leute, der Tresor geht auf. Der riesige Schlüssel. Zack. Und er öffnet sich, Leute. Er öffnet sich. Das sieht richtig cool aus. What the? What the? Und es ist ein Portal. Wir gehen hier durch, Leute. Und wir sind im Garten gelandet. Claim Pet. Oh, ein kostenloser Maul. Sehr cool. Und hier haben wir Ross and Moss. Und das sind beides Gardener. Interessant. Hallo, hallo. Welcome, I'm Moss, that's my sibling Ross. We trade barter, so you gotta have what I'm looking for. Bring me a neon garden snake, and we will have it ourselves. A deal. Do you wish a trade? Yes? Oh, Leute, oh! Wir können hier eine neon garden snake gegen einen goldenen Tortoise Beetle tauschen. Das ist cool. Vielleicht werden die doch immer jedes Eck hier immer diesen Innenraum quasi ändern. Und was hat Ross hier zu traden? Yo. Fresher Bart. Boom. Yo. Der Typ will 6 Moles haben und gibt uns dafür einen Golden Tortoise Beetle. Interessant, Leute. Also beide geben uns einen Golden Tortoise Beetle. Die eine für eine Neon Garden Snake. Der andere für 6 von diesen Moles hier, von denen wir jetzt schon einen bekommen haben. Dadurch, dass wir die Schlüssel, das Tor unlocked haben. Ist ganz cool, muss ich sagen. Also beschweren kann man sich eher weniger, oder? Was meint ihr, Leute? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, Leute, jetzt schauen wir uns auch beide Sagen auf dem Pet Neon an. Und wir fangen an mit, ihm hier. Und so sieht der Neon aus. Weiß ich jetzt ja nicht. Man sieht kaum, dass er Neon leuchtet. Man sieht einfach kaum, dass er Neon ist, oder? Also, wenn ich den jetzt so von der Ferne sehe, würde ich jetzt nicht erkennen, dass er Neon ist. Wäre viel cooler, hätte das Rot oder so hier geleuchtet, muss ich sagen. Okay, okay, okay. Hier haben wir einmal den normalen Mushroom Friend. Hallihallo, was geht, was geht, was geht? Sieht auf jeden Fall cool aus. Finde ich auch cooler als sagenhaftes Pet, muss ich sagen, Leute. Wie findet ihr die beiden neuen sagenhaften Pets? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und Leute, ich habe gerade meinen Charakter resettet und hier haben wir actually ein Pet. Öffnen wir es und oh, nice, der Toasty Red Panda. Leute, und jetzt ist auch Nacht geworden. Das heißt, wir sehen jetzt das Neon noch besser. Und boom!
Ja, Leute, der Neon ist auf jeden Fall cooler. Man sieht auf jeden Fall, dass der Neon leuchtet. Ich finde das Pet allgemein ziemlich nah ist. Also, finde ich cool, das Pet. Ich finde den Schmetterling an sich cooler, aber irgendwie in Neon, I don't know. Ich meine, wenn es Nacht ist, sieht man ein bisschen mehr, dass der Neon ist. Aber da hätten die sich schon ein bisschen was Cooleres einfallen lassen können. Ja, die anderen Pets kennen wir alle schon. Die schauen wir uns mal im nächsten Video oder sowas mal auch in Neon an. Jetzt würde ich aber gerne noch ein weiteres Garten-Egg öffnen. Und da ziehen wir jetzt natürlich noch ein Legendary raus. Okay, Leute, das letzte Garten-Egg für heute. Wir machen nochmal ein Video, wo wir noch mehr Garten-Eggs öffnen werden. Hatch now, let's go! Und Leute, come on, come on. Oh! Und wieder die Schlange. Leute, ich glaube, die Schlange, die mag mich. Aber sie ist auch kommen. Gut, Leute, wer hätte es gedacht? Ich würde aber an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Falls es gefallen hat, gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keinen coolen Roblox. Würdest du mir zum Wasser, würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!